Was machst du, Bella? Nichts, Jack. Schlaf weiter, ja. Was ist? Erzähl. Komm her. Ja. Wer war an der Tür? Elisabeth. Sie soll uns etwas zum Tee holen. Ich wollte dir eine kleine Überraschung bereiten. Bitte entschuldige. Du brauchst dich deshalb nicht zu entschuldigen, Bella. Ich habe dir keinen Vorwurf gemacht. Nein? Nein, Jack. Das Feuer geht aus. Kannst du bitte läuten? Ja. Um Holz nachzulegen, das kann ich selbst. Und was soll das heißen? Elisabeth ist unten und Holz nachlegen ist wirklich keine schwierige Arbeit. Ich mach das gern. Ja, aber du wirst dich schmutzig machen. Ruf doch lieber Nancy. Das ist doch wirklich nicht nötig. Was glaubst du, wozu man Dienstboten hat? Um uns zu bedienen. Richtig. Ich finde, man kann auf Dienstboten auch Rücksicht nehmen. Also du redest, als ob Arbeit eine Gefälligkeit wäre. Meine Rücksicht auf Elisabeth beläuft sich auf 16 Pfund im Jahr, bei voller Verpflegung und freiem Logis. Und bei Nancy auf 10 Pfund. Also wenn das nicht die höchste, zartfühlendste Rücksicht ist, dann weiß ich nicht, was du unter Rücksicht verstehst. Vielleicht. Ja, nicht nur vielleicht, sondern bestimmt. Jede andere Auffassung zeugt von Gefühlsduselei, um nicht zu sagen von Schwachsinn. Herein! Was wünschen Sie? Bella? Willst du nicht sagen, warum du geläutet hast? Könnten Sie bitte Holz nachlegen? Ja, bitte gerne. Und könnten Sie bitte auch gleich das Gaslicht aufdrehen, Nancy? Schrecklich, wie früh es schon dunkel wird. Schrecklich, gnädiger Herr. Dieser Nebel, einfach schauderhaft. Schauderhaft. Nicht zum Aushalten. Nancy, Sie sehen heute wieder einmal unverschämt hübsch aus. Weder hübsch noch unverschämt, gnädiger Herr. Wieder irgendein Männerherz gebrochen. Nicht, dass ich wüsste. Ich breche keine Herzen. Na, na, Nancy. Man braucht sie doch nur anzusehen. Dieser Tarn. Ich möchte bloß wissen, welche Schönheitsmittelchen Sie anwenden, um die angeborenen Gaben ins rechte Licht zu rücken. Alles Natur, gnädiger Herr. Möchten Sie nicht vielleicht meiner Frau verraten, woher Sie Ihre Gesichtscreme beziehen? Mit größtem Vergnügen. Meinen Sie, das Zeug hilft vielleicht etwas, damit sie endlich diese schreckliche Blässe los wird? Warum denn nicht? Wünschen Sie sonst noch etwas? Nein, danke. Nur meinen Tee.
Kommt sogleich. Ist sie nicht reizend? Was wollt ihr das jetzt? Mich so zu erniedrigen? Warum tust du das? Was? Dass ich mit deinem Dienstboten spreche? Darum handelt es sich nicht. Worum handelt es sich denn? Wie du mich vor diesem Mädchen herabsetzt. Vor dieser Person. Das war doch deine Idee, Dienstboten als gleichberechtigt zu behandeln. Wenn du mit ihr auf solche Weise sprichst, dann bestärkst du sie in den Unverschämtheiten, die sie sich mir gegenüber herausnimmt. Nimmt sie sich denn dir gegenüber heraus? Wenn sie mich sieht, dann... Ja? Lacht sie. Über dich? Ja. Was ist denn das schon wieder für eine Wahnidee? Was soll denn an dir denn zum Lachen reizen? Aber ich... Das bildest du dir alles nur wieder ein. Aber ich sehe es doch. Jeden Tag sehe ich es. Anfangs hat sie es nur hinter meinem Rücken getan. Hinter deinem Rücken? Du vermutest hinter allem irgendetwas. Hör endlich auf damit. Jack, sie lacht mir ins Gesicht. Ganz offen. Dann lach doch eben auch. Was? Das war doch alles nur ein Scherz. Kannst du nicht mehr lachen, Bella? Ach, Jack. Wie gerne. Ich habe ja etwas für dich. Also, wenn dich das nicht vergnügt macht. Ja? Was denn? Nur wenn du mit Kraft zu mir kommst. Edwin Booth gastiert in London. Ja, das habe ich gelesen. Und? Und? Du willst mit mir ins Theater gehen? Wir gehen gemeinsam hin. Wenn du Lust hast, Bella. Und ob ich Lust habe. Jack, das war mein größter Wunsch. Oh, du bist so lieb. Wie bist du nur plötzlich auf die Idee gekommen? Ich habe mir gedacht, das könnte dir gut tun. Oh, wie gut mir das tut. Mehr brauche ich nicht. Das will ich auch hoffen, meine Liebste. In der letzten Zeit, nicht wahr? Da war es doch auch schon bedeutend besser, nicht? Ja, und weißt du, warum es besser geht? Weil du lieb zu mir bist. Du hast mir gestern Abend vorgelesen, am Kamin. Es war wie in unseren Flitterwochen. Ich habe schon lange nicht mehr so ruhig und tief geschlafen. Das kam von der Medizin. Nein, Jack. Nein. Das ist deine Liebe. Hast du sie nicht genommen? Sicher. Sicher, auch wenn sie scheußlich schmeckt. Aber ich tu's. Ich tu's für dich, Jack. Siehst du? Und deshalb gehen wir auch morgen gemeinsam ins Theater. Ich bin so glücklich. Glück heißt für mich, mit dir zusammen sein. Nancy, wenn Sie die Wahl hätten zwischen einer Komödie und einer Tragödie, was wäre Ihnen lieber? Mir? Mhm. Die Komödie, Madame. Oh. Und warum? Weil es lustig wäre. Sie haben recht. Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Und deshalb gehen Mr. Manningham und ich morgen ins Theater. So? Na dann, viel Vergnügen. Bella, was soll das? Dieses kleine Biest! Sie tut dir doch nichts! Ach, du kennst sie nicht! Doch! Naja, die Figur. Aber in allen anderen Dingen seid ihr Männer blind. Ach, jetzt bekomme ich auch noch Vorwürfe, bloß weil ich... Nein, Jack, ich mach dir doch nicht den geringsten Vorwurf. Im Gegenteil. Ich bin dir von Herzen dankbar. Hast du nicht gesehen, wie sie beinahe vor Wut zerplatzt wäre? Ich freue mich so auf morgen Abend. Tatsächlich? So sehr? Wahnsinnig! Zum verrückt werden! Na, wenn das so auf dich wirkt, können wir uns das Vergnügen ja vielleicht öfter leisten. Wundervoll. Ist es auch kein zu großes Opfer für dich? Aber im Gegenteil. Mmh. Die musst du kosten. Wundervoll. Was ist? Komm, der Tee wird kalt. Bella.
Was hast du? Was fehlt dir? Das weißt du wohl am besten, was wieder einmal fehlt. Nein! Es ist etwas verschwunden. Ich will nicht hinsehen. Tu es sofort wieder an die Stelle, wo es hingehört. Ja? Es ist deine letzte Chance. Wenn es in 2 Minuten wieder an Ort und Stelle ist, dann lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen und tue, als sei nichts geschehen. Jack, sieh mich an. Sag mir, was du vermisst. Ich weiß von nichts. Ich versichere dir, alles ist da. Halt mich nicht zum Narren. Es ist etwas verschwunden. An der Wand über dem Kamin. Ja, das Bild. Das Bild ist nicht da. Wer hat das nun wieder heruntergenommen? Das möchte ich auch wissen. Wer? Ich weiß es nicht. Du Schluss mit dem Unfug. Hol es endlich von dort, wo du es versteckt hast, und häng es wieder an seinen Platz. Ich habe dieses Bild nicht versteckt. Ich habe es nicht angerührt. Das muss jemand anderer gewesen sein, bestimmt. Ach, ja, der große Unbekannte. Du komm mir nicht mit solchen Ausreden, ja? Die kenn ich. Jack, sei gut, ja? Sei wieder lieb. Hilf mir. Lass mich los, du verrücktes Geschöpf. Ich war es nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Das werden wir gleich feststellen. Nicht klingeln. Bitte. Jack, bitte zieh die Dienstboten nicht in die Sache mit hinein. Setz dich dorthin. Muss es denn wieder von vorne anfangen? Diese Folter. Diese Schande. Es wird sich gleich herausstellen, ob mir jemand anderer diesen Streich gespielt hat. Und eben war ich noch so glücklich. So glücklich. Nimm dich zusammen! Wilsbart! Herein. Kommen Sie herein, Elisabeth. So. Und jetzt sehen Sie sich bitte ganz genau um und sagen Sie mir, ob Sie etwas vermissen. Also, fällt Ihnen etwas auf? Nichts, Mr. Manningham. Höchstens, dass das Bild von der Wand genommen ist. War das Bild noch da, als Sie heute Morgen abgestaubt haben? Ja, Mr. Manningham. Haben Sie das Bild von der Wand genommen und weggetan? Nein, wie käme ich dazu? Warum sollten Sie auch? Aber die gnädige Frau war es nicht, Mr. Manningham. Nicht? War sonst noch jemand in diesem Zimmer? Kein Mensch. Außer Nancy und mir. Ah, dann verdächtigen Sie also Nancy. Nein, Mr. Manningham. Schicken Sie Nancy herein. Jawohl, Mr. Manningham. Ich flehe dich an, Jack. Verschone mich mit dieser Person. Meinetwegen gestehe ich. Vielleicht war ich es ja. Mag ja sein, dass ich im Schlaf. Nur tu mir das nicht an. Lass dieses freche Geschöpf sich nicht über mich lustig machen. Es ist mir unerträglich. Mäßige dich, bitte! Diese Schande. Ich bitte dich, schick sie fort. Sag ihr nicht. Ah, das arme Mädchen soll also nicht einmal die Möglichkeit erhalten, sich zu verteidigen. Ja, bitte. Wünschen Sie. Nancy, sehen Sie, dass das Bild hier an der Wand fehlt? Das ist ja ulkig. Geradezu komisch. Halten Sie Ihre vorwitzige Zunge im Zaum und antworten Sie klar und deutlich. Haben Sie das Bild von der Wand genommen und weggetan? Was soll ich denn mit einem Bild anfangen? Lächerlich. Es wird Ihnen vielleicht weniger lächerlich vorkommen, wenn ich Ihnen sage, dass hier soeben ein Verdacht gegen Sie ausgesprochen wurde. Unverschämtheit. Das lasse ich mir nicht gefallen, ja? Der Teufel soll Sie können gehen! Also, ein lückenloser Beweis. Ich schwöre dir, ich habe dieses Bild nicht angerührt. So, dann ist es also soweit. Du bist deiner Sinne nicht mehr mächtig. Du weißt nicht mehr, was du tust. Es tut mir leid, aber es ist dieselbe Geschichte wie mit deiner unglückseligen Mutter. Sei still! Jack, du hast mir versprochen, mir nie wieder die Krankheit meiner armen Mutter vorzuwerfen. Solange mir dein Verhalten keinen Anlass dazu gibt. Jack, du willst mich doch nicht ins... dahin bringen, wo meine Mutter war? Nein, ich will nicht. Ich tue es nur, wenn du mich dazu zwingst. Im Übrigen ist das die Sache des Arztes, ja? Der muss entscheiden. Ich kann es nicht glauben. Deine Mutter hat es auch nicht glauben können. Hier, wenn das Entsetzen...
Kirche wirklich eintreten sollte... Oder schon eingetreten ist? Warum sollte ich ein Bild von der Wand nehmen? So etwas Sinnloses! Du hast noch ganz andere Dinge getan. Ich weiß, deine Ringe, deine Schlüssel... Ja, mein silberner Bleistift, sogar mein Taschentuch. Ich weiß! Wenn du es weißt, warum tust du es dann? Ich weiß es erst hinterher. Erst wenn du die Sachen bei mir findest, in meiner Schublade, in meinem Nähkörbchen und auf meinem Kopfkissen. Ich gebe mir, weiß Gott, die allergrößte Mühe, mich zu erinnern, aber ich weiß nicht mal, wann ich es getan haben könnte. Ein schwerer Fall. Glaubst du wirklich, dass ich krank bin? Das steht wohl außer Zweifel. Sag selbst, was soll ich mit dir machen? Geduld mit mir haben. Gut. Ich will es noch einmal versuchen, ja? In aller Liebe und Güte. Ich danke dir. Ich will dir auch jeden Wunsch von deinen Augen ablesen. Schön. Dann wollen wir jetzt also gemeinsam überlegen, wo du das Bild hingegeben haben könntest, ja? Ja. Fällt dir etwas ein? Hast du irgendeine Ahnung? Wahrscheinlich wird es in der Garderobe sein. Willst du so gut sein und nachsehen? Ja. Da ist es! Du hast also gewusst, wo das Bild ist. Nein, ich hab's vermutet. Eine sehr merkwürdige Vermutung. Gar nicht merkwürdig. Die letzten beiden Male war es doch auch dort. Das musst du doch verstehen. Häng es wieder dorthin, wo es hingehört. Wird's bald? Oder weißt du nicht mehr, wo es hingehört? Doch. Jack, du wolltest gut zu mir sein. Bin ich es etwa nicht? Ja. Komm, trink deinen Tee fertig. Nein, ich hab genug. Ich bin jetzt zu erregt. Ich brauche unbedingt ein bisschen frische Luft. Darf ich dich ein Stück begleiten? Ah, sei nicht unvernünftig, Bella. Der Nebel ist Gift für dich. Geh lieber hinauf auf dein Zimmer und leg dich ein bisschen hin, bis ich wiederkomme. Nein, nicht auf mein Zimmer. Schick mich um Himmels Willen nicht auf mein Zimmer. Du mir immer die Worte im Mund verdrehst, als ob ich dich auf dein Zimmer geschickt hätte. Ich gebe dir nur den guten Rat. Geh auf dein Zimmer. Sofort. Ich kann nicht mehr. Du hättest dich schon längst hinlegen sollen. Soll ich den Arzt rufen? Nein! Gut. Dann gehe ich jetzt. Immer nach diesen furchtbaren Auftritten lässt du mich allein. Jack! Ich hätte ohne dies gleich nach dem Tee gehen müssen. Soll ich dir irgendetwas mitbringen? Nein, ich brauche nichts. Dann entschuldige mich bitte, ich bin bald wieder zurück. Ach ja, ich könnte übrigens nebenan gleich noch schnell die Kolonialwarenrechnung bezahlen. Das ist ja doch recht, oder? Ja, sicher. Dann ist das erledigt. Wo hast du sie denn? Oben auf den Schreibtisch gelegt. Ich kann sie... Nein, bleib nur ruhig sitzen, ich finde sie schon. Unbezahlte Rechnungen sind mir ein Dorn im Auge. Wo ist sie denn? Hast du sie vielleicht in eine der Schubladen gegeben? Nein, oben, auf den Schreibtisch gelegt. Dann müsste sie ja hier sein. Vielleicht ist sie hinten hinuntergerutscht. Nein, ich habe sie hier hingelegt. Ich weiß es genau, das habe ich mir gemerkt. Mein Gedächtnis spielt mir keinen Streich. Aber du mir. Das ist eine Verschwörung. Eine ganz gemeine Verschwörung! Wenn du einen Ton von dir gibst, dann kannst du 8 Tage lang allein im Dunkeln auf deinem Zimmer bleiben. Jack, du hast versprochen, Geduld mit mir zu haben. Meine Geduld ist erschöpft! Ich bin in letzter Zeit viel zu nachsichtig mit dir gewesen. Von jetzt an werde ich andere Seiten aufziehen. Guter Gott, steh mir bei. Ja, das würde ich sehr begrüßen, wenn Gott dir endlich zu einem klaren Verstand verhelfen würde. Pass auf, was ich dir jetzt sage. Um 10 Uhr bin ich zurück. Bis dahin schaffst du die Rechnung herbei. Wenn ich doch nicht weiß, wo sie ist. Dann gehörst du eben in deine Anstalt!
Ich habe mich vorsorglich schon mit einem Arzt in Verbindung gesetzt. Er wird nach alledem, was vorgefallen ist, einfach die Diagnose stellen und das Nötigste veranlassen. Jack! Adieu! Jack! Jack!